Da schauen wir mal, wo wir umgehen. Okay, eigentlich müssen die Abfahrt da zwischen Bergstation und dem Hügel da, da und dann da oben. Da unten weiß ich nicht genau. Ich schätze mal, dass die bis da drüben sein werden. Genug spekuliert. Der Winter soll ab 2023 für die Abfahrer am Matterhorn, hier die weniger bekannte Südseite, beginnen. Im November auf einer noch unbekannten Strecke. Und ab hier übernimmt Hannes Reichelt für uns. Aber wenn du keinen Service mehr dabei hast, gell, funktioniert's einfach nicht. Für eine erste Pistenbegehung dürfte der Ski schon halten. Und die beginnt gleich hier und mit ihm. Hey Max. Guten Morgen, Servus. Hannes. Morgen. Hallo. Das ist der Abfahrtsstart. Bin ich da richtig? Das ist genau richtig. Wir stehen hier am Start der geplanten Herrenabfahrt auf 3800 Metern. Zum Vergleich, in Beaver Creek sind wir knapp 400 Meter tiefer, in Wengen wird auf 2315 Meter und in Kitzbühel auf schlappen 1665 Meter gestartet. Der Höhenunterschied ist aber nur eine Besonderheit der neuen Abfahrtsstrecke. Dein Tod ist eigentlich fast die Grenze, oder? Also das heißt, wenn ich da alle hupfe und mich verletze, dann kommt die Erzheimat und da, wenn ich alle hupfe, dann kommen die Italiener, oder wie? Das ist genau richtig. Der Skilift hier wird Grenzlift genannt. Das heißt, wir stehen wirklich unmittelbar neben der Grenze. Legen wir los, oder? Und schauen wir uns die Strecken an. Genau, das zeige ich dir gerne. Sehr gut. Gut, los geht's. Also. Ich lasse dich vorfahren. Auf zur ersten Schlüsselstelle, dem Steilhang. Der befindet sich noch auf Schweizer Seite. Und je steiler der Untergrund, desto kritischer die Fragen. Wie viel Eingriff ist in die Natur und wie viel Aufwand ist eigentlich, das Material dann darauf zu bekommen? Der Eingriff in die Natur ist sehr minim. Also wir sprechen von 95% der gesamten Piste, die heute schon befahren wird, von Touristen und von Einheimischen. Zwei Drittel dieser Strecke befindet sich hier oben auf dem Gletscher, also auf Naturschnee. Und betreffend Material und Logistik ist es eine große Herausforderung. Wir haben aber unsere Bahninfrastruktur, die schon besteht, da müssen wir nichts mehr bauen. Ja gut, Marc, nachher heißt es jetzt Hockey gehen und Tempo mitnehmen, weil ich habe keine Lust, dass wir da aussehen skaten müssen. Habe ich bei dir nicht Angst, als Abfahrer, aber ich gehe in deinen Windschatten. Los geht's. In der Hocke geht's Richtung Italien. Mit viel Schwung, ganz ohne Passkontrolle und hoffentlich auch ohne allzu viel Wind. Denn das unberechenbare Wetter auf dieser Höhe war einer der Kritikpunkte, auf die das Team rund um Pistenbauer Didier De Faro gestoßen ist. Wir kennen das hier. Wir haben auf dem Start auf 3800 Metern eine Messstation eingerichtet, bei der wir seit einigen Jahren die Daten beobachten. Und diese Daten haben uns gezeigt, dass der November vom Wind her der beste Monat ist auf dem Gletscher für diese Rennen. Also haben wir immer im falschen Monat trainiert darum, weil wie ich trainiert habe, das war unglaublich. Also September und so, da haben wir immer Wind gehabt. Mit Blick ins Ziel zu den Laghi Cime Bianche stellt sich die Frage, ist die Abfahrt denn auch schwer genug? Ich denke, keine Abfahrtsstrecke ist leicht. Auf was wir bewusst verzichtet haben, sind Stellen, die eine hohe Überwindung fordern. Wie du es kennst, von der Mausefalle oder ein Hundschopf. Die Höhe ist schon Herausforderung genug. Wind mache ich jetzt da keinen mehr, gell? Da siehst du mal, was auf die Athleten zukommt. He? Die letzte Passage kann man derzeit nur aus der Gondel begutachten. Oh, da sind einige Wellen drin. Ja, da gibt es eine schöne kopierte Schlussphase, einen letzten Drittel. Und dann am Schluss noch den Zielsprung runter in die Zielarena. Da braucht es also doch noch ein bisschen Vorstellungsvermögen, etwas Geduld und dann wird es 2023 soweit sein. Eine Abfahrt im Schatten des Matterhorns.